Hey Leute und willkommen zum zweiten Part von unserem Projekt oder Zeichenprojekt oder Challenge, je nachdem wie ihr es nennen wollt, Menschengesicht. In der ersten Folge haben wir nun ein bisschen gequatscht oder sehr viel gequatscht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich hier noch diesen Kopf angefangen vorzuformen. Ja. In dieser Folge werden wir, so wie ich es im letzten Part am Ende angeteasert habe oder gesagt habe, und wie ihr hier euch auch da wahrscheinlich schon gemerkt habe, hier die Augen einzeichnen. Ja. Ich habe hier auch mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich die zeichnen möchte. Und ja, bedenkt aber, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht groß gegoogelt oder Zeichentricks angeguckt oder auch irgendwelche Leute gefragt, die gut zeichnen können, sondern einfach nur auf das, was ich mal so gesehen habe, im Kopf habe und mir so selbst überlegt habe. Ja, aber legen wir los. Okay, Leute, es ist noch mal einiges an Zeit vergangen und ich habe jetzt die Augen so hinbekommen, dass ich doch zufrieden bin. Ja. Auch wenn das Auge hier wieder deutlich kleiner geworden ist, im Gegensatz zu dem hier, aber das finde ich gar nicht mal so schlimm, weil ich das hier noch die Videos kenne, wo man mich gesehen hat. Vielleicht ist euch da auch aufgefallen. Bei mir ist es halt auch so, dass mein rechtes Auge irgendwie so weiter offen ist und mein linkes Auge auch so ein bisschen so schmaler ist. Ja. Also jetzt nicht, dass es mich darstellen soll. Aber ich finde, das hier hat trotzdem was, das jetzt nicht so man sagen kann, okay, das ist schlimm. Das Einzige, was ich vielleicht bemerkt habe, ist, dass es hier beim rechten Auge sofort alles ohne Probleme geklappt hat. Und doch hier beim linken Auge ich wieder mal so ein bisschen Probleme hatte. Und hier habe ich wirklich versucht, ein bisschen die Augenbrauen, nennt man das, glaube ich, da oben, so ein bisschen, oder Wimpern. Nee, Wimpern wären hier. Muss ich mal gucken, ob ich die noch mache. Hier. Relativ gut alles geklappt, angedeutet habe, aber hier beim linken Auge wieder mehr Probleme hatte. Und hier unten, das soll auch so ein bisschen die Augenhöhle andeuten. Ich habe auch erst überlegt, ob ich dann vielleicht hier so einen Kreis ziehe oder so, oder hier vielleicht kann man sich vielleicht auch überlegen, können wir jetzt mal live gucken. Aber ich finde, ob man aber hier eben so eine Augenringe vielleicht sich überlegt darzustellen, das könnte man sich natürlich überlegen. Das könnte man sich überlegen. Moment. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir uns dann gucken, wenn ich habe mir schon so eine Form für die Nase im Kopf. Das würden wir dann im nächsten Part noch mal uns genauer angucken, wenn ich dann die Nase sicher habe. Und dann kann man sich vielleicht auch überlegen oder vielleicht am Ende, wenn das ganze Gesicht steht, kann man sich vielleicht überlegen. Kann man noch irgendwelche Accessoires machen. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht hier noch live machen wollte, ist nicht mit dem Bleistift, mit dem hier. Noch hier, weil das mir gerade eingefallen ist, dass ich das vergessen habe. Hier so Wimpern einzuzeichnen, so ganz kleine. So, jetzt könnte ich eben doch mal, ihr seht die auf die Kamera. Müsstet ihr sehen, wenn ihr auf Vollscreen habt. So. Das ist hier wirklich deutlich enger als da, aber ich finde, wie gesagt, es ist gar nicht mal so schlimm. Das hat auch ein bisschen, finde ich, nochmal was und unterscheidet das Gesicht vielleicht auch nochmal so von einem anderen Gesicht. Wenn man jetzt so mehrere Gesichter nebeneinander hat. Vielleicht hat er auch mal so einen Schlag oder so eine Faustwolle gerne mal als Kind oder so ins Gesicht bekommen oder ins Auge, eher gesagt. Ich hab's nicht. Falls ihr denkt, wieso ich das habe. Jetzt muss ich gehen. Naja. Egal. Vielen Dank jetzt hier fürs Zusehen. Wir gucken, kümmern uns, wie gesagt, im nächsten Part dann um die Nase. Und dann vielleicht auch nochmal um so Details, muss ich mal gucken. Dass mir vielleicht nochmal so ein bisschen Augen. Hier, nicht Augen. Doch. Wie hieß das? Nicht Augenlider, Schlafzapfen?
Ich habe gerade das Wort vergessen, ihr wisst, was ich meine. Hier das unter den Augen, wenn man schlicht ein wenig schläft, dass ich das da zeichne. Vielleicht ist es mir bis zum nächsten Part eingefallen. Ja. Aber bis dahin war es das auch. Ich bin auch müde. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.